Heute hat Getafe gegen Real Sociedad 2:1 gewonnen. Die Tore sind in der 20. durch Mata durch Elfmeter, 55 durch Jan Cheje, Vorlage durch Ozabal und in der 83 durch Mata, Vorlage durch Molino. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, durch die Corona-Pause hat es Real Sociedad wirklich sehr schlecht geworden, weil ich glaube, das bestätigt alles, was gegen Real Madrid kam, vielleicht verstehen. Dass man vielleicht gegen die verliert, auch nur 2:1, ist sogar eigentlich gar nicht mal so schlecht so verloren. Die restlichen Spiele gegen Figo und so. Ja, ich glaube, es ist Figo, naja, der hätte man eigentlich gewinnen müssen. Ich denke mal, es ist schon klar, die waren vorher auf dem Champions League Platz, jetzt sind sie nicht mehr auf irgendeinem Platz. Und ich denke mal, es ist klar, die drei da steigen ab, weil es ein 8-Punkte-Unterschied. Und Celta Vigo ist eigentlich sogar relativ ganz gut rausgekommen. Der gegen Barcelona letztes Spiel unentschieden gespielt, gegen Alves 6-0 gewonnen, 1-0 gewonnen. Stehen wir halt weit unten, weil die da drüber auch alle einfach gewinnen.